Bundesländer, 105 Vereine und 450 Schwimmer. In der Schwimm- und Sprunghalle am Europasportpark gehen die norddeutschen Mastersmeisterschaften, welche vom Norddeutschen und Berliner Schwimmverband ausgerichtet werden, über die Bühne. Man trifft immer wieder die gleichen Gesichter, duelliert sich mit den Leuten, die man schon über Jahre lang begleitet. Voller Adrenalin und Euphorie steigen die Masters in den Altersklassen 20 bis 90 nach nun knapp 2 Jahren endlich wieder in das Wettkampfbecken. Denn durch die Schließung sämtlicher Schwimmbäder in Zeiten des Lockdowns war Wassertraining lange Zeit nicht möglich. Allerdings konnten alle Wettkampfmannschaften durch regelmäßiges Online-Krafttraining die lange Pause überstehen und sich individuell auf die norddeutschen Mastersmeisterschaften vorbereiten. Ich hatte jetzt ein bisschen Befürchtung, dass wir alle nicht so gut schwimmen werden, weil wir auch auf Langbahn gar nicht trainieren in Bremen. Aber es ist eine tolle Atmosphäre, tolles Bad. Es ist einfach schön, wieder schwimmen zu dürfen. Auch die älteren Starterinnen und Starter können sich in der SSE gut in Szene setzen. So stellt Christi Schulz von der SG Einheit Rathenow in der AK 80 gleich 4 neue Rekorde auf. Hier zeigt sich, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer selbst im hohen Alter ganz vorne angreifen können und für die Jüngeren zur Konkurrenz werden. Aber Wettstreit steht absolut nicht im Vordergrund. Es zählt der Teamgeist. Schließlich profitieren alt und jung voneinander. Es ist auch einfach mal was Besonderes, mit den Älteren auch zusammen zu schwimmen. Also sonst ist es ja eigentlich wirklich so, dass es nur unsere Altersklasse ist oder die Jüngeren. Und jetzt auch mal zu sehen, wow, also Leute, die AK 85 sind. Und genau aus diesem Grund macht das die norddeutschen Mastersmeisterschaften zu einem unvergesslichen Erlebnis, weshalb die 8 Bundesländer, 105 Vereine und 450 Masterschwimmer schon die Tage bis zum nächsten Schwimmwettkampf rückwärts zählen.